haben, also auf wie vielen Champions sie auch erstklassig spielen können. Weil über 100 Champions kannst du nicht alle auf dem gleichen Level spielen und wir brauchen hier das absolute Top-Level. Daher ganz interessant die Pick-and-Bun-Phase. Wir sehen Spenno gegen CJ Entos mit dem Twisted Fate, man direkt Callister Rise. Zweifelsohne auch Twisted Fate, aktuell sehr häufig gebannt. Fiora ist ein bisschen jetzt zurückgegangen mit dem 6-1er-Patch, nichtsdestotrotz. Ja, wir haben Lulu noch auf der anderen Seite. Gut, ich meine, man könnte so ein Stück weit hier auch ablesen, dass Gangplank da noch ist. Die Thunder und Fiora folgen dann doch schon mit einem größeren Abstand. Sind so ein Stück weit aber auch Target-Buns. Ja, 50% Bun-Rate ist dennoch nicht ohne. Bedeutet halt letzten Endes in jedem zweiten Spiel. Wir sehen jetzt auch den Kindred-Bun. Auch dort haben wir durchaus eine nicht zu vernachlässigende Bun-Rate. Wir haben den Corki First Pick. Ah, auch Corki, wie wir feststellen, eben ein sehr beliebter Pick. Vorhin ja auch schon. Durchaus First Pick würdig. Jetzt wäre Alistar eine Option. Ich meine, ihr seht es ja selber. Elise, grundsätzlich jetzt sich zwei solche bekehrte Picks zu sichern wie Alistar, Elise wäre auf der einen Seite super schlau. Auf der anderen Seite, ja, mit Supporter und Jungler verrätst du noch nicht allzu viel über deine Strategie, beziehungsweise lässt sich kaum kontern. Eine andere Möglichkeit wäre selbstverständlich auch einen Tahm Kench zu nehmen. Aber bitte keinen Hecarim. Vor allem nicht, wenn eine Lissandra offen ist. Eine Quinn, okay. Wobei das natürlich auch eher schwierig ist, weil auch dort sind noch Counterpicks möglich. Jax, ja, ich weiß nicht, ob ich da mich so anfällig wählen würde. Es wird Tahm Kench genommen. Tahm Kench ist einfach an sich sehr, sehr stark und hat wenig Schwächen. Vor allem auf einer 1 gegen 1 Lane. Später fürs Team, allein mit dem Auffressen sehr, sehr nützlich, zweifelsohne. Ja, und Elise war eben klar, wie schon bereits erwähnt, auf deiner Seite jetzt Alistar Rek'Sai. Komm, tu es. Coach Mori befiehlt. Und es ist stattdessen Lee Sin. Okay, es war der Jungler und ein Alistar. Aber Lee Sin wird hier von Flawless offenbar bevorzugt. Also das deutet hier auf ein schnelleres Spiel hin, zusammen mit dem Corki. Auf der anderen Seite Lucian und Bart. Also Bart, selbstverständlich als Supporter. Wir haben Madlife, quasi eine Support-Legende. Da bin ich mal gespannt, wie er da den Bart interpretieren wird. Auch wenn man auf Madlife ja eher sowas wie einen Thresh vermutet hätte. Ja, das ist unwahrscheinlich, dass sie so einloggen werden. Zusätzliche AD Carry, ja, verstehe ich. Das könnte ein Ezreal sein. Aber sie brauchen auch noch etwas für die Top Lane, was sie gegen Tahm Kench spielen. Und ich weiß nicht, ob mir die Lissandra dann sehr gut gefällt. Vor allem, wen willst du denn, auf wen willst du einen Lockdown setzen? Da wäre dann lediglich Lucian, der dann später die QSS hat. Von der Kombination her, ja, schwer zu sagen. Also Spenno hat ganz klar das Midgame hier fokussiert. Wir möchten das Spiel also schnell gestalten. Ich meine, technisch gesehen, du kannst Corki, Lissandra, Ezreal, die kannst du alle drei in der Mitte spielen, aber es wird wahrscheinlich dann eher der Corki mit und die Lissandra auf der Top-Lane. Von daher muss CJ etwas überlegen, was schicken sie gegen den Corki. Man könnte natürlich überlegen, alles klar, mit LeBlanc einfach einen Assassin zu nehmen, der auch schon früh stark ist. Wobei, auf den ersten Leveln hast du es mit dem Midlaner immer schwierig gegen einen AD Carry.
Einfach aufgrund der starken Autotext. Mal überlegt. Ja. Ist Lissandra schon mitgehen, wird gefragt? Ja, klar. Wie schon gesagt, allein durch die Tatsache, dass später eine Quecksilberschärfe auf den AD Carries gebaut wird, wird es für Lissandra halt deutlich später, ihre Ulti einzusetzen. Auch wenn dann zum Beispiel sowas wie ein Mikaels oder so dazukommt. Wodurch sie dann etwas abfällt. Sie hat dann natürlich trotzdem noch einen guten Engage, zweifelsohne. Aber ein Manko ist halt bei ihr auch nochmal ihre geringe Reichweite. Von daher ist die Kombination ohnehin eher darauf ausgerichtet, das Spiel schnell zu gewinnen. Im Gegensatz zu dem Team von CJ Entus, die an sich ein bisschen mehr Zeit haben. Lucian allein mit der zusätzlichen Auto-Tech ist er da etwas besser im Late-Game als beispielsweise in Ezreal. Das wird sich zeigen. Ja, oder ein Tahm Kench im Late ist auch komplett eklig. Wir dürfen gespannt sein, wir schauen rein. Es ist Match Nummer 12 in Korea für die Saison. Spenu gegen CJ Entus. Ja, LeBlanc wird später durchaus in der Lage sein, einen Corki zu one-shotten. Corki ist dann nicht gerade der stabilste. Beide auch mit dem verderbten Trank auf der Midlane gestartet. Ist etwas, was man auf einer LeBlanc nicht unbedingt erwarten würde. Liegt aber eben daran, dass man gegen den Corki. Es ist halt die Sache. Ja, gerade auf den ersten Leveln. Du hast auf Level 1 noch nicht alle Fähigkeiten. Das heißt, die Hauptschadensquelle ist nun mal dein Auto-Attack. Und gerade deswegen, AD Carries haben einen starken Auto-Attack, sind diese normalen Midlanern überlegen. Spätestens ab Level 6 allerdings hat die LeBlanc mit dem Ignite vor allem dann doch den Vorteil. Corki selber aber auch mit Ignite. Das macht es auf jeden Fall spannend, wie es das Sinn Corki hier interpretieren wird. Ah, wichtig auf jeden Fall erstmal die Emotes spammen. Was wir natürlich nicht sehen, im Übrigen, sind Standard-Lanes. Nein, wir sehen selbstverständlich den Lane-Swap auf Seiten von Spenu. Das heißt, den Ezreal hier auf der Top-Lane, was im Prinzip Untara direkt dazu zwingt, in den Jungle zu gehen, um dort den Blue-Jungle zu spielen. Secret läuft da auch ein gutes Stück hinterher, muss man sagen. Und möchte selbstverständlich auch wissen, wo Bubbling gestartet ist. Das ist eine wichtige Information für den Midlaner. Ja, Corki selber ist durchaus ein guter Midlaner. Er macht einen guten Teil magischen Schaden. Hat einen Long Range Escape, später den Poke mit drin. Ja, ein Grund, warum man ihn momentan auch gerne auf der Midlane einsetzt. Ja, vor allem seitdem dieser AD Carry Überarbeitung wirklich vorhanden ist und dieser magische Schadenanteil nochmal deutlich erhöht worden ist.
Na, beide Jungler haben früh einen starken Gank. Wobei Lee Sin natürlich gerade, Stichwort Counter-Gank, sehr, sehr gut ist. Aber er möchte auch früh nach vorne kommen. Also, was man sagen kann, Spenu, wenn sie mit dieser Kombination allzu weit nach hinten geraten, wird es sehr, sehr schwer sein, zurückzukommen. Ja, ersten beiden Türme weg. Jetzt wird zurückgetauscht, selbstverständlich. Ja, die beiden Toplaner wirklich farmen. Gab es da jetzt noch nicht für die beiden, was aber normal ist bei diesem Lane-Swap. Ja, für Nuclear natürlich super, wenn er diesen Lane-Swap spielen kann. Denn man sieht es halt, dadurch, dass man halt so früh Base geht in diesem Lane-Swap, im Vergleich zu Standard-Lanes, hat er halt direkt schon die Träne und kann direkt mit der Träne auf die Lane gehen, um einfach seinen Muramana möglichst früh zu erhalten. Schön der Kopfstoß auch von Secret gegen Untara, wird entsprechend doch dann einiges an Schaden ausgeteilt. Er schildet sich dann noch. Nur um dann zurück in die Basis zu gehen. Ah, es hat es natürlich schwer entsprechend und kann da eigentlich auch nicht alleine bleiben. Ja, oder es ist zumindest riskant, sagen wir so. Ja, wir sehen da den Lee Sin. Er wird für Hilfe gepinkt, aber auf Seiten von Spenu. Also man möchte hier den Dive wagen. Das ist mit dem Alistar sehr gut möglich. Der Lee Sin ist mit da. Das weiß Sigentus. Also sie entscheiden sich hier definitiv zu verteidigen. Lee Sin zeigt sich deshalb, weil er da am Pinkboard ist. Man muss eben auf Bubbling aufpassen, allerdings die sind auch noch kein Level 6, dass er da irgendwie mit einem Kick arbeiten könnte. Deswegen die Situation zunächst einmal entschärft ist, auch weil man ihn eben im Ward gesehen hat. Deswegen weiß Untara Bescheid, deswegen weiß natürlich komplett Sigentus Bescheid. Und auch Madlife muss entsprechend auf die Lane kommen, um auszuhelfen. Das ist eben die Gefahr, wenn man dann auf der Lane solo weiterspielt und nicht diesen Turm noch tauschen möchte auf der Botlane. So gesehen gibt es einen kleinen Vorteil bei Spenu, weil sie den Toplane-Turm noch haben und nur den Botlane-Turm verloren haben. Na, kleine Aussätze hier beim Cleanfeed, dürfte sofort oben sein. Ja, es ist. Denn so kann Zor sehr, sehr sicher farmen. Eine 2 gegen 2 Lane ist ohnehin ein bisschen schwieriger zu ganken. Na, Ezreal ist ein sehr mobiler Champion und Alistar gibt da einfach unglaublich viel Peel. Dazu hast du halt einen Lee Sin und der Toplaner kann sowieso auf der Lane zu Hilfe kommen. Man hat ohnehin gerade sogar einen Teleport-Vorteil auf Seiten von Spenu, dadurch, dass man halt Untara hat zurückschicken können. Und der ist sogar auf die Botlane teleportiert, nur um jetzt auf die Toplane zu gehen, um jetzt Kramer auf die Lane zu lassen. Also von daher, Spenu ist hier besser aus dem Lane-Swap herausgekommen, wie die Türme stehen, aber auch wie die Farmverteilung ist. Ja, etwas mehr Farm auf beiden Lanes, also sowohl auf Top als auch Bot mitnehmen können. Midlane ist hier relativ ausgeglichen, Sky etwas besser dran, aber Corki hat noch gerade die Vasallen vor sich. Trotzdem sind es auch nur 6 Vasallen pro Welle. Beziehungsweise einen mehr, wenn es das Ken-Minion ist. Ja, wer hätte das gedacht? Also Spenu mit dem Vorteil. Spenu hat aber auch den Vorteil, dass sie mit dem Team so zusammengeblieben sind im Vergleich zu Sigentus. Sprich, sie sind schon eingespielt. Lawless ist jetzt immer noch kein Level 6 zwar. Untara aber auch nicht. Allerdings letzterem nützt sein Level 6 auch im Teamfight nichts. Also nicht, dass er da dann einen Power Spike dadurch hätte. Auf der anderen Seite ist Zor hingegen Level 6. Das schon durchaus ein guter Power Spike für eine Lissandra. Zu zweit geht es allerdings zunächst in den gegnerischen Jungle und darüber möglicherweise in die Midlane. Also sind erstmal dabei, da die Camps zu clearen, den gegnerischen Jungle zu clearen. Zu zweit geht es schneller und dadurch, dass der Toplane-Turm schon fehlt und die Lane so weit reingedrückt ist,
kann Soar aktuell mit Lissandra da ohnehin nicht mehr viel machen auf der Toplane. Von daher hat man den Freiraum. Es wird auch gepinkt. Corki allerdings Base gegangen, sodass jetzt der Gank auf Sky eher unrealistisch erscheint. Ja, stattdessen übernimmt Flawless in der Midlane. Auch da hat er jetzt sein Level 6. Also die Chance für Place wäre jetzt gegeben. Na, Svenu. Na, können natürlich mit der Situation leben. Also leichter Goldvorteil, gar keine Frage. Und jetzt wird natürlich gerade im Chat gesagt, die Pässe von seiner Ulti natürlich gibt ihn Power Spike. Ja, bedingt. Also natürlich ist es schön, wenn er halt noch diesen zusätzliche Leben als Schaden macht. Aber... Freunde, aber denkt doch mal nach, wie viel Leben hat denn ein Tahmkench auf Level 6.1? Da hat er auch noch nicht so viele tanky Items. Und Punkt 2 sind die meisten Ultis deutlich stärker. Wenn ich mal allein überlege, wie viel Autotext bekommt ein Tahmkench auf Level 6 wohl raus, wenn er in den Fight mit Lissandra geht. Sprich, wie viel Schaden bekomme ich denn durch die Level 6 Passive raus? Und... setze das im Vergleich zur Lissandra Ultimate, die ihn nicht nur quasi komplett stunt, sondern ihn auch noch den Schaden macht. Also allein der reine Schaden durch die Ultimate dürfte da die Tahmkench Passive übersteigen. Zumal er in der Zeit dann ohnehin kein Auto-Attack mehr setzen kann, weil er nichts mehr machen kann und Lissandra Free jetzt bekommt. Freunde. Insofern fällt der Level 6 Power Spike bei einer Lissandra durchaus größer aus. Wäre aber auch ansonsten ein wenig zu heftig, wenn die Passive noch stärker wäre von Tahmkench, also die Ultimate-Passive. Ja, weil ja, der schließlich noch eine aktive Fähigkeit. Ja, ihr müsst auch schon hören, was ich genau sage. Ja? Es ging um das 1 gegen 1 gegen Lissandra. Und die ist momentan auch im Farm vorne. 20 Farm vorne. Im Jungle ist man ebenfalls vorne. Ja, natürlich versteckt es ja auch die anderen Möglichkeiten, klar. Aber wie gesagt, rechne das mal zusammen. Aber jetzt, da geht's ab. Das First Blood haben wir nicht mal gesehen. Das wird hoffentlich wiederholt. Sassine von Bubbling vernichtet. Gleichzeitig allerdings Kramer auf der Botlane. Ganz knapp nicht das First Blood gewesen, aber trotzdem der 1 gegen 1 Tausch. Hier sehen wir nochmal das First Blood nachgereicht. Und ja, Sassine geht Face-Checken, kriegt den Kokon ins Gesicht und hat damit keine Chance. Madlife und Bubbling holen sich da den Kill und das ist natürlich bitter. Und das kostet direkt den Midlane-Turm. Wie bitter ist das denn? Einmal mit der Ezreal-Ulti durch, aber da ist halt die nächste Vasallenwelle schon wieder und der Turm ist weg. 12 Minuten Midlane-Turm verloren, das ist zügig und das alles nur, weil Sassin dort den Face-Check hat wagen wollen. Schöne Falle allerdings auch von CJ Entos. Ja, erster Drache dafür auf der anderen Seite von Svenu. Das heißt, da gibt es nochmal die 6% näher.
Ja, und von daher ist CJ Entus durchaus wieder gut dabei, wenn man jetzt gute Aktionen setzt. Bart-Ultimate daneben und Sor mit der Kralle weg. Ja, was heißt daneben eigentlich? Sor musste flashen, musste die Bart-Ultimate flashen. Man sieht es jetzt, Flash auf Cooldown und war trotzdem noch gezwungen, die Kralle zu nutzen. Also von daher die Bart-Ultimate von MadLife halt nicht daneben gesetzt, aber sie ist trotzdem daneben gegangen, weil Sor flashen musste, geflasht hat. Auch das ist beides eigentlich richtig. Und jetzt Flawless geht rein gegen Bubbling. Und das ist die Stärke eines Lee Sins. Gleichzeitig gegen MadLife. Und das Sinn mit dem Kill, da wird er sich freuen. Das hat er auch gebraucht. Kann man auch hier jetzt den Turm dafür bekommen? Dürfte nicht ganz so einfach werden. Sky ist da zum Verteidigen, aber auf der anderen Seite gegen vier Mann jetzt. Als LeBron müsste man reinspringen. Kramer ist allerdings da. Mit dem Niedermähen. Secret! Schmeißt die Ulti an! Und da gibt's den Heal! Und das reicht, um ihn zu verteidigen. Kein Kill für Sky, hat es entzünden und alles raus. Hier gibt's nochmal die Situation im Jungle. Flawless kommt an Bubbling ran und da sieht man einfach auch die Stärke eines Lee Sins, gerade im Early Game. Der macht Hackfleisch aus anderen Junglern. Interessant, auch Sor auf der Toplane geht nicht etwa auf Stab der Zeitalter mit Lissandra, sondern hat sich hier als erstes das Anrecht der Frostkönigin geholt. Wie man sonst eben oft von der Midlane kennt. Also es gibt durchaus verschiedene Itemwege, die man fahren kann. Bin gespannt, was als nächstes kommt, weil wir sehen ja hier durchaus auch den Rubinkristall. Ob das dann ein verspäteter Stab der Zeitalter wird, ich bin da durchaus skeptisch. So, jetzt nochmal die Bart-Ultimate trifft Sor. Tam Kench kommt mit dazu. Schön die Ultimate auf Sky gesetzt und Guntara ist drin. Kramer mit den Niedermähen drauf. Aber das verpufft so ein Stück weit und Sky will sich da Nuklear schnappen. Flawless ran, aber mit dem Flash wieder weg. Sky dazu nah am Turm und Bubbling mit der Rache jetzt gegen Flawless. Nichtsdestotrotz fällt der Turm und es lohnt sich dennoch. Ja, man tauscht Jungler gegen Turm. Das ist der bessere Tausch für Spenu. Sie haben es geschafft, jetzt alle äußeren Türme einzureißen. Ja, Spenu sollte man auf keinen Fall überschätzen. Sie könnten so ein Stück weit auch das Überraschungsteam werden. Auch weil ich von dem Line-Up von CJ Entus nicht ganz so begeistert bin. Ja, Flawless ist so krass ausradiert worden gerade, dass er sogar kein Kamerabild mehr hat. Ihr habt es gerade gesehen. Ja, da hat Bubbling einfach so fest zugeschlagen, der hat nicht nur Lee Sin gekillt, sondern gleich Flawless mit. Schade, dass sie die Grafik nicht noch länger gezeigt haben. So, eine Minute noch bis zum ersten Drachen. Spenu sicherlich bestrebt, das zu holen. Schön, wie Kramer zunächst den Busch checkt natürlich. Aber da man hat sie gesehen und sofort kommen Sky, Bubbling und MadLife, um hier in den Kampf zu gehen. Secret in die Ultimate gezwungen. Aber Bubbling nimmt gut Schaden. Flawless hinterher und da bekommt man hier den Lockdown hin. Mit der Lissandra Ultimate. Double Kill für Flawless. Und der ist wieder im Spiel. Kamera geht wieder an.
Jetzt haben wir das Niedermähen erneut dann gegen Flawless. Der hat viel da weggetankt, was super ist. Die Vasallen dadurch noch da. Und man kann auch diesen Turm nehmen. Also Spano dreht auf jetzt. Sie haben den Swag-Knopf gefunden. Dreh den Swag auf. Ja, gerade Flawless. Man sieht offensichtlich, warum er hier Lee Sin über Rek'Sai bevorzugt hat. Denn der Mann ist Lee Sin May. Da. Mit der Kralle einfach komplett rein. Dieser Lockdown. Unfassbar gut gespielt auch von Zor. 3 Assists. Aber gerade Flawless mit der größten Killbeteiligung. Das auf der Botlane war ja mehr oder weniger der Solo-Kill, wenn man denn so möchte. Ja, so ist man 1000 Gold vorne in 20. Minute. Was nicht viel ist. Was nicht viel ist. Es ist der eine Turm mehr. Die Kills fallen da gar nicht mal so krass ins Gewicht. Auch weil man auf der Botlane, auf der AD Carry Position, weniger Farm hat einkassieren dürfen. Gerade Kramer. Generell, die Lucians freuen sich aktuell. Und zeigen eine starke Leistung. Wenn ihr euch jetzt mal die Vision anschaut, vielleicht blenden sie das ja gleich mal ein. Wir sehen 4 Pink Wards auf der oberen Jungle-Hälfte. Also Spano einfach komplett mal gewardet. Jeder bringt seinen Pink Ward mit zur Arbeit. Nur einer hat ihn nicht mitgenommen. Ich habe ja so ein bisschen den AD Carry im Verdacht, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Weil ich nicht darauf geachtet habe, wer seinen Pink Ward gesetzt hat und wer nicht. Also, 4 Pink Wards, alle in der oberen Hälfte. 5, wenn wir den von Cijentus mit dazu zählen. Na gut, normale Wards kann man ja nicht mehr kaufen. Das geht nur noch übers Trinket. Oder über den Sidestone. Oh, schöne Ezreal-Ulti. Geht durch. Die Bart-Ultimate schützt hier tatsächlich mehr, als dass sie bringt. Und zwar schützt sie vor dem Niedermähen. Und damit geht die Kramer-Ultimate komplett. Wäre Secret mit dem Flash rein. Kommt Schluss dran. Aber der ist komplett aus dem Weg geräumt worden. Das war kontraproduktiv. Auch hier beide Supporter jetzt eher dem gegnerischen Team am Helfen, am Supporten. Na, und so kann Spano zumindest den Turm verteidigen, muss aber einen Killer abgeben. Was man sagen kann, Spano muss auch mit ihrer Teamkampf früh nach vorne kommen. Also die sind hier unter Druck und die Valkyrie komplett rüber. Aber sie kann nicht genutzt werden. Super Reaktion auch da von MadLife. Direkt in die Magical Journey rein und weg von ihm. Und damit die Corki Passive quasi verbraucht. Aber auch die hat ja ein Ablaufdatum. Und dafür fällt jetzt der Turm trotzdem. Und Tara einfach mal im Split-Push dabei, den Turm genommen. Gleichzeitig geht es gegen den Mid-Turm. Cijentus wird stärker, keine Frage. Ja, Spano, die haben einen Timer mit ihrer Team-Comp. Die haben einen Timer. Und den müssen sie nutzen. Das wird schwierig im Late mit der Komposition. Da ist dann Cijentus besser. Von daher ist es für Cijentus natürlich gut, wenn sie nicht zu weit nach hinten fallen. Hier sogar jetzt leicht vorne.
Und tatsächlich hat es Thor sich sogar noch den Stab der Zeit untergeholt auf Lissandra. Noch nach dem Anrecht der Frostkönigin, also quasi als zweites Item dann. Ja, gerade die Frage im Chat noch gesehen mit dem Herold. Die Sache ist, wer dieses Auge oder was da auch immer droppt, einsammelt, der hat den Buff, egal wer den Herold getötet hat. Das kann also auch ein gegnerischer Spieler sein. Wir hatten eigentlich die Situation sowieso in dem Katie Rollstar-Spiel. Katie Rollstar gegen Rock Tigers, da war es ja genauso sogar. Ah, das ist einfach so ein Ding, was da rumliegt. So, Secret rein mit der WQ-Kombination, aber dann die Bard-Ultimate hinterher. Jetzt will man natürlich die einzeln auflesen. Secret geht in sein Ultimate, tankt damit eine ganze Menge weg. Sassin alleine gegen drei muss rüberflashen und Sky geht ran. Reicht aber nicht, ihn rauszunehmen, stirbt dann selber. Aber jetzt Sassin doch gestorben. Auch Secret weg. 2-1 der Tausch für CJ Entus. Und das war schnell und chaotisch. Ja, das Positioning von Sassin hier nicht das Beste gewesen. Und man merkt einfach, wie CJ Entus hier stärker wird. Das ist der erste Drache für sie. Also jetzt auch mehr AD, mehr AP, die 6%. So, da ist die Bard-Ultimate. So, und Sassin zu offensiv. Will da gegen Sky rein, muss aber rüberflashen. Sky geht rein und burstet ihn. Allerdings stirbt er dabei selber, während Bubbling dann auf der anderen Seite den Schaden anrichtet und Sassin rausbekommt. Ja, und CJ Entus, wenn sie noch mehr solche Teamfights bekommen, dann ist das natürlich perfekt für sie. Jetzt ist eine LeBlanc auch nicht unbedingt das Late-Game-Monster. Vor allem in Teamfights hat sie es tendenziell eher schwierig. Zumal kein Glanz mit dabei und von der Lissandra damit wohl eher das bevorzugte Ziel. Interessant ist, von Kramer hätte ich schon früher eine Quecksilberschärpe erwartet. Er entscheidet sich aber trotzdem erst für noch die Klinge der Endlichkeit. Ja, Madlife mit dem Solaris und nicht zum Beispiel mit dem Mikaels, was ja noch eine Option gewesen wäre, um so Kramer dann noch die Lissandra Ulti zu entfernen. Also auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, Freunde, glaubt mir, den Herold-Buff kann jeder aufsammeln. Sonst spult zurück oder schaut euch das VOD an, was schon da ist. Genau das ist im letzten Spiel passiert mit Katie Rollstar. Genau das ist passiert. Wir haben es vorhin genau gesehen. So, interessanterweise auch mit dem Höllenzepter im Übrigen, um den Burst von Sky besser zu überleben. Das macht er weniger gegen den Tam Kench. Auch wenn der natürlich ebenfalls guten Schaden durch seine Passive, seine Ultimate Passive noch macht. Gar keine Frage. Ja, mit dem, die Skalierung eben mit dem maximalen Leben.
sich jetzt auch noch Randuins dazu zu dem Sonnenfeuerumfang. Umfang. Dim. Ja, Umfang hat er auch jede Menge, wie man sieht. Also länger das Spiel dauert, desto besser ist es für Cijentus. Also es passiert gerade nicht viel. Ja, beide Teams schaffen es halt nicht gerade an die inneren Türme ranzukommen. Oder an weitere innere Türme ranzukommen. Ja, deswegen plätschert das Spiel etwas vor sich hin. Ja, es ist Benu sicherlich auch dadurch verunsichert, dass sie jetzt die letzten Teamfights immer ins Gesicht bekommen haben. Ja, Kramer jetzt die Klingenendlichkeit auch fertiggestellt bei Ezreal, bei Nuclear eben. Wir sehen es einfach, diesen Blue Ezreal-Bild momentan. So, und jetzt haben wir Saw, der ist alleine, soll aufgepickt werden, kann die Ulti allerdings auf Bubbling setzen und kommt zunächst raus. Bubbling will der die Geister, flasht sogar nach und Nuclear mit dabei. Zusammen mit Saw schaffen sie es, den Kill zu nehmen. Ganz knappe Situation. Aber am Ende zu gierig von Bubbling. Er fehlt seinem Team jetzt. Zor kann zurückgehen und mit dem Teleport rein. Und damit hätten sie die Überzahlsituation. Dennoch ist Cijentus hier vorne im Gold. Obwohl sie weniger Kills haben, obwohl es von den Türen her gleich ist. Und dazu muss man sich beispielsweise die AD Carry Position anschauen und auch die Assists. Da ist das komplette Team immer wieder gut beteiligt. Schön einfach gelöst von Zor. Einfach perfekt gespielt hier. Die einzige Möglichkeit, so rauszukommen. Währenddessen Flawless, der da von Kramer angegangen wird, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber dann am Ende eben noch erwischt worden ist. Ja, von daher beide Jungler, da ist 4 gegen 4, das stimmt schon. Aber wir hatten Tod nicht auf Kamera. Oh, aber da! Drachenstil vom Lee Sin, aufgepasst jetzt, da ist man gestunt und geschluckt worden, Secret. Und Tara eine Menge Schaden schon bekommen, hat allerdings noch sein Schild, der wird sofort aktiviert. Zor jetzt erneut in die Ultimate rein, mit dem Self-Heal, kommt weg. Und nach wie vor ist die Cijentus am Drücker. Und jetzt Teleport mit dem Homeguard-Buff. Schnell mal den Pink Ward klären. Generell schnell mal die Vision klären. Ja, es ist schon vom spielerischen Niveau her etwas anderes als das, was wir vorhin gesehen haben. Was wir bei Tigers gegen Katie Rollster erleben durften. Das dürfte hier niemand bezweifeln. Dennoch muss das nicht heißen, dass es nicht minder spannend ist, denn der Ausgang dieses Spiels ist noch komplett offen. Auch wenn, wie gesagt, Spenu vom Team her abfällt im Late. Aber das erleben wir auch die letzten 10 Minuten eigentlich kontinuierlich.
Lissandra auch jetzt erst mit ihrem Zhonyas, also sehr, sehr später von ihrem Core-Item, sowieso sehr, nennen wir es ungewöhnlicher Item-Bild, als erstes Item nicht Stab der Zeitalter, sondern Anrecht der Frostkönigin, dann Stab der Zeitalter, Inceptor und dann erstes Zhonyas. Normalerweise, gerade auf der Top-Lane, holt man als erstes den Stab der Zeitalter und dann des Zhonyas. Ich denke, das wäre auch die bessere Wahl gewesen, auch wenn ich verstehe, warum Sor das gemacht hat. Anrecht der Frostkönigin ist ein schönes Item und du bist mana-hungrig mit einer Lissandra, denn du hast kurze Cooldowns, die du noch weiter verkürzen kannst. Also gerade auf dem Q selber ist etwas, was du halt extrem spammen möchtest. Und als Gold-Item bringt es dir ja auch einiges. Hier die Bard-Ultimate gut gedodged. Viel Schaden auf Madlife, der jetzt ein leichtes Ziel wäre. Da kann er hinterher. Flawless und da will er hinterher. Aber wird hier erst gestunt. Jetzt muss er aufpassen. Sky ist da und muss sich da selber über den Ward retten. Er hat ein bisschen nach Madlife geschielt, aber seine Teamkameraden haben ihn da gerettet. Ja, und wie gesagt, ne, dann das Höllenzepter verständlich gegen den Burst von LeBlanc. Normalerweise wäre er aber, hätte er den Stab der Zeitalter als erstes Item gebaut, hätte er die Stacks schneller gehabt, hätte damit eine gewisse Grundtankiness und wenig Probleme gegen LeBlanc gehabt. Dann mit dem zweiten Item als Zhonya sowieso nicht, weil er im Zweifelsfall auch sich dort hineinretten kann und hätte das Höllenzepter nicht gebraucht. Und wäre so vielleicht noch mal ein bisschen effizienter gewesen. Aber auch das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, er steht 1-0-4 da und ist damit neben Nuclear der Einzige aus seinem Team, der noch nicht gestorben ist. Aber vielleicht auch mit etwas weniger Schadensausstoß, als es hätte sein können. Denn ja, gerade in Zhonyas gibt ja halt einfach mehr Fähigkeitsstärke als ein Höllenzepter oder ein Anrecht der Frostkönigin. Auch wenn es teuer ist. Und es erlaubt dir einfach nochmal einen Tacken offensiver zu spielen. Bisher haben wir Sorda eher immer in der Defensive erlebt, wie er dann weg muss. Es hatte geklappt. Wie gesagt, nicht umsonst sind da die Null-Tode zu verbuchen. Aber man sieht es jetzt schon. Kramer mit der Quecksilbersterbe. Also ihn kann er schon nicht mal mehr ulten. Madlife zusätzlich mit dem Mikaels. Das heißt, damit nochmal die Möglichkeit, beispielsweise auch einen Sky zu befreien. Bubbling selber hat einen Banshees, also ist. Und einen. Ja. Tam Kench willst du auch nicht nehmen. Und das nimmt so viel Stärke schon wieder aus der Lissandra raus. Das heißt, damit fehlt dir der Lockdown auf einem wichtigen Carry-Champion. Ja, hängt natürlich nach Situation ab. Wenn Madlife nicht in der Nähe von Sky ist, dann kannst du den da sehr wohl mitnehmen. Und letzten Endes kannst du dich immer noch selbst ulten, reingehen, selbst ulten. Du machst ja trotzdem Schaden, wenn die Gegner drin stehen. Der nicht zu vernachlässigen ist, der Flächenschaden. Also macht einen einfach nur ein bisschen schwächer. Nuclear eben mit Lord Dominix jetzt noch als nächstes im Farm, aber deutlich hinter Kramer. Ja, Spenu fällt nicht ein, wie sie dort an die Türme kommen. Und Sigentus lässt das Spiel laufen. Ah, vielleicht jetzt der nächste Teamkampf in Richtung Drache, welcher da gerade gespawnt ist. Man hat Untara im Split-Push, von daher für Sigentus eine sehr komfortable Situation. Ah, der wird jetzt den Turm einreißen. Wenn, dann müssten sie schauen, dass sie vorher in den Kampf gehen. Sonst verlieren sie womöglich beides. Und genauso sieht es auch aus. Untara hat jetzt noch nicht zwangsläufig den Grund rein zu... Da kommt der TP, jetzt geht's rein. Sky von hinten ebenfalls mit der Chance in die Flanke zu gehen. Die Lissandra-Ulti ist da! Wird ja auch direkt mal gesetzt, aber schaut euch mal dieses konzentrierte Feuer an von Spenu. Gut, direkt Sky rausgenommen, auch Untara hat es erwischt und jetzt kann man hinterher hasten. Von oben kommt Zor, wo ist die Kralle? Da geht's rein mit dem W.
Kramerlo und Kramertod. Lediglich Bubbling hat das hier überlebt. Schöner Teamkampf von Spenu. Gerade wieder Sor. Großartig gespielt. Sky grundsätzlich da so offensiv rein. Da hat das Fokus, oder hat der Fokus gepasst. Und jetzt ist Spenu plötzlich da. Und das ist halt die Möglichkeit, wie man es halt machen kann. Sehr aufgeteilt gewesen, CJ Entus. Aber Spenu hat es genau richtig gemacht. Gehe halt auf denjenigen, der dich flankiert, anstatt auf das Team frontal drauf. Wir werden es jetzt nochmal sehen. Zunächst, die Bart-Ultimate trifft Nuclear und Tara von hinten. Und Sky will da rein. Und da wird er erstmal direkt geultet und festgefroren. Ist komplett geplatzt hier. Genauso wie Untara. Sind jetzt auch dabei, den Baron zu nehmen. Also da haben sie den Schaden komplett unterschätzt. Also das ist genau richtig. Sie turnen, sie drehen und gehen damit dann direkt auf die Spieler, die flankieren. Und dann brauchen sie nur noch abräumen. Weil ohne den LeBlanc, ohne den Tahm Kench sieht das Team schon ziemlich nackig aus. Ah, da muss man sich in Geduld üben bei sowas. Ja, da war der Lockdown dann da. Und ich hab's ja gerade, habt ihr euch erinnert? Ich hab's ja 5 Minuten vorher gesagt. Wenn MadLife nicht in der Nähe ist von Sky, dann kann er natürlich sein Mikaels nicht vernünftig einsetzen. Er hat's natürlich jetzt auch auf Cooldown, keine Frage. Ja, auch das Lissandra W. friert dich ja auch nochmal fest. Aber trotzdem. Der Damage ist auch erstmal da. Das war einfach auch nicht optimal gespielt. Also gerade wenn du flankieren willst, das ist anspruchsvoll. Da muss das Timing stimmen. Und hier ist Benno umgedreht, Flanke vernichtet und dann die Front aufgeräumt. Und so haben sie jetzt den Baron, so haben sie jetzt den Turm. Mit dem Baron-Buff haben sie hier wiederum gute Möglichkeiten. Corkys Late-Game hat sich auch so ein Stück verbessert. Also so ist er nicht. Mit dem Baron-Buff hat man sowieso ein Mittelchen mehr noch. Und hier, Flawless will rein, will den Insect machen, bekommt aber gut ins Gesicht. Secret weit nach vorne, 2 Stacks drauf auf Flawless, der muss da raus. Inhibitor down, Sor ultiert sich und Tara ist im Schild schon drin, aber Sor ist raus. Aber Sky im Austausch bekommen und das war es wiederum wert. Plus den Inhibitor und den Inhibitor-Turm. 2 Inhibitoren eingerissen. Das sind jetzt 5000 Gold und 2 Inhibitoren, gegen die CJ Entus ankämpfen muss. Und plötzlich ist Benno wieder komplett am Drücker. Nochmal das Kristallzepter Sor, also der hat hier nur eine Devise, nicht sterben, sollte aber in meinen Augen jetzt entweder das Höllenzepter oder das Anrecht der Frostkönigin verkaufen und sich noch einen Rabadons holen, denn es ist so ein bisschen fräflich als APler kein Rabadons zu haben, einfach weil es mit dieser Rabadons Passive dir noch unglaublich mehr an Stärke verleiht. Wir werden gleich mal schauen, wie viel Fähigkeitsstärke sie da hat. Ah, aufgepasst. Sor direkt mal mit dem Teleport rein. Und der Turm ist ebenfalls nicht zu halten. Ja, gerade seitdem man die IP-Items erneuert hat, ist Rabadons nochmal wichtiger geworden. Sind inzwischen ja auch 35 statt 30% mehr. Und da gucken wir mal. Hat fast 500 AP. Ja, das sind 175 mehr. Nur durch das Prozentuale. So, Untara mittendrin statt nur dabei. Oder auch einer gegen alle. In den Schild rein und hier. Zor rein, wieder gegen Sky. Aber der hält jetzt eine Menge aus. Und das reicht, um den Burst zu überleben. Kramer ist down. Sky ist low. Bubbling läuft hier um sein Leben. Die kleine Spinne, alle flüchten sie aus der eigenen Basis. Flawless geht nochmal deep, aber da gehen die Türme platt. Da gehen die Türme platt. Sie sind komplett dran, das war's, das war's. Aus und vorbei. Spenu macht das 1-0.
Was haben sie sich schwer getan, aber das war verdient. Ein guter Teamfight bringt sie massiv nach vorne und dann haben sie es auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Absolut klasse gespielt. Ja, CJ Entus, da muss man sagen, das war ein Satz mit X, ein Schuss in den Ofen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sor hier den MVP bekommt. Die Lissandra.